Wir sind in Guatemala. Von hier kommt einer der besten Kaffees. Es ist Erntezeit. Kinder müssen hier tagtäglich bis zu 50 Kilo schleppen. Mehr als das eigene Körpergewicht. Pablo ist gerade mal 9. Er schuftet für seinen Großgrundbesitzer. Schuftet Pablo auch für Deutschland? In Deutschland bedeutet Kaffee vor allem Entspannung und Genuss. Wir sind Kaffee-Junkies. Ich trinke hier von morgens bis abends Kaffee. Das ist auch wie eine Art Meditation. Und ein Genuss, den sich jeder leisten kann. Hast du eine Vorstellung, was hier eine Tasse Kaffee zu Hause kostet? Hm. 30 Cent, 40 Cent. Dabei sind es oft nur 5 Cent. 5 Cent. Dieses Schiff hat gerade 9000 Kilometer hinter sich, als es in Hamburg ankommt. An Bord Spitzenqualität aus Guatemala. Jetzt wird der Kaffee noch verarbeitet und hoch besteuert. Trotzdem nur 5 Cent. Wie kann das gehen? Das Hochland von Guatemala. Eine Reise ins Innerste des Kaffeegeschäfts beginnt. Arabica-Bohnen aus Guatemala gelten als besonders hochwertig. Trotzdem zählt das Land zu den ärmsten Lateinamerikas. Der Kaffeeanbau ist weitestgehend in den Händen weniger Großgrundbesitzer. Ihren Vorfahren gehörte mal das ganze Land. Die Mayas. Heute leidet diese Bevölkerungsgruppe am meisten unter der Armut. Seit Jahrhunderten besteht hier schon die Situation, dass ein Großteil der Mayas gezwungen ist, auf den Kaffeeplantagen zu arbeiten. Sie haben nicht genug eigenes Land. Es ist nicht sehr fruchtbar. Sie benötigen ein intensives Entwicklungsprogramm, um unter menschenwürdigen Bedingungen leben zu können. Auf vielen Kaffeeplantagen herrscht ein Feudalsystem. Ungerechtigkeit, schlechte Bezahlung, Ausbeutung, unmenschliche Lebensbedingungen. Ich sage immer, für mich ist das ein System, bei dem kein Mensch sich entwickeln kann. Das Herzstück einer Plantage. Hier landet die wertvolle Ernte. Fincas in Guatemala sind deshalb oft schwer bewacht. Wir können hier nicht offen filmen, denn wir sind mit jemandem verabredet, der hier nicht erwünscht ist. Unbeobachtet fahren wir etwas weiter die Plantage hoch. Hier oben zeigt uns der Gewerkschafter Julio Achilas, wo er auf dem Finca-Gelände aufgewachsen ist. Eine Massenunterkunft für Arbeiter, die zurzeit unbewohnt ist. Wie alt warst du, als du anfingst zu arbeiten? Ich war 8, als ich anfing, Kaffee zu pflücken. Über 30 Jahre hat Julio hier geschuftet. Nach langer Zeit ist er zum ersten Mal wieder hier. Hier habe ich mein Leben gelassen.
Viele Erinnerungen kommen jetzt hoch. Mein Vater, meine Mutter. Hier bin ich geboren. Es ist etwas, beginnt Julio sich aufzulehnen. Gegen die Lebensumstände auf der Finca, gegen die schlechte Bezahlung. Der Finca-Besitzer sieht in ihm einen Aufwiegler. Julio muss fliehen. Heute hat Julio sein eigenes Haus und setzt sich für andere ein. Als Koordinator einer kirchlichen Arbeiterorganisation. Auch seine Kinder müssen nun nicht mehr auf einer Finca schuften. Trotzdem haben die Zeiten des Kampfes Spuren hinterlassen. Lange lebte die Familie in Angst. Meine Geschwister und ich haben jahrelang unter der Situation gelitten. Wir haben gesehen, wie sie meinen Vater verfolgt haben. Er hat Morddrohungen bekommen. Sie wollten ihn töten. Sie waren mit einem Haftbefehl hinter meinem Vater her. Sie haben uns wirklich erniedrigt. Aber wenigstens können wir jetzt hier in diesem Haus leben. Heute kämpft Julio mit der Kirche im Rücken für andere. Diese Familie hat jahrzehntelang auf einer Finca gearbeitet und gelebt. Jetzt stört sie. Die Familie muss raus aus ihrem Haus, denn der Finquero will die Finca verkaufen. Wo sollen wir das Geld hernehmen, um uns ein eigenes Grundstück zu kaufen? Wir sind arm. Ich habe 11 Kinder. 11 Kinder? Ja. Julio rät ihnen keineswegs freiwillig, das Finca-Gelände zu verlassen. Die Arbeiterorganisation hat rechtliche Unterstützung zugesagt, unentgeltlich. Wer sich nicht wehrt, erzählt uns Julio, hat in diesem Land in jedem Fall verloren. Exactamente, como si fuera ventilando. Listo, jefe? A las tres. Una, dos y tres. Sonrisa! Con todo y Chucho, mire! Hier produziert ein deutscher Röster einen Imagefilm. Chibo. Der Chefeinkäufer wird gerade in Szene gesetzt. Was mich überrascht ist, dass die Kaffeekirschen auf den Punkt genau alle rot sind. Neben den Werbefilmarbeiten hat Andreas Christmann auch Zeit für uns. Sie sind zufrieden, ja? Ja, ja, also Gott, klar. Also mit so einer Qualität wäre ich mit Sicherheit zufrieden. Und in diesem Falle weiß ich sogar, dass sie für uns ist, weil wir sie schon gekauft haben. Chibo ist nicht nur auf die Bohnen stolz, sondern auch darauf, wie sie angebaut werden. Möglichst wenig Chemie, keine Abholzung von Regenwald. Davon überzeugt sich Andreas Christmann heute selbst. Die Finca bewirbt sich um ein Siegel für nachhaltigen Anbau. Dazu gehören nicht nur Umweltstandards, sondern auch gerechte Bezahlung der Arbeiter, Zugang zu Bildung und angemessene Unterkünfte. Stolz zeigt man uns die neuen Schlafstätten der Erntehelfer. Zurzeit kauft Chibo etwa 10% Kaffee aus solchem nachhaltigem Anbau. Doch Chibo hat Mindestansprüche an alle Fincas, von denen man Kaffee bezieht. Dass man hier auf Sachen achtet, die zu uns als Firma auch passen und die überhaupt zeitgemäß sind. Also zum Beispiel, wie wir vorhin schon sagten, dass es hier gewisse Regeln eingehalten werden, ob es Schattenbäume sind, ob es keine Kinderarbeit sind. Das ist natürlich für uns auch wichtig. Und das ist Teil meiner Besuche, gucke ich mir auch sowas an. Ja. Und versuche es dann zu beeinflussen. Insgesamt 3 Fincas stehen bei Andreas Christmann auf dem Programm. An einem Tag. Das ist die letzte.
Auf keiner dieser Fincas haben wir die Welt aus Ausbeutung, Erniedrigung und Gewalt gesehen, wie sie uns der Bischof und Gewerkschafter Julio geschildert haben. Jetzt wartet auf Andreas Christmann Mexiko. Und wir fragen uns, ob uns das wahre Finca-Leben gezeigt wurde. Ab jetzt wollen wir Fincas besuchen, ohne Begleitung eines deutschen Rösters. Satinza ist ein Exporteur in der Region Huehuetenango. Die ist bei vielen deutschen Röstern besonders beliebt. Wir kommen unangekündigt. Trotzdem will uns Primo Cano eine Finca zeigen. Die Finca, die ich Ihnen zeigen werde, hat noch die besten Produktionsbedingungen hier im Bezirk. Und deren Kaffee geht zu 100% nach Deutschland. Auf dieser Finca sollen bis zu 800 Erntehelfer arbeiten. An welche deutschen Röster genau der Kaffee geht, will uns Senior Cano allerdings nicht verraten. Geschäftsgeheimnis. Der Finquero Rodrigo Villatoro heißt uns willkommen und sofort macht er die Regeln klar. Keine Aufnahmen ohne Erlaubnis und vor allem keine Kinder bei der Arbeit zeigen. Unser Kameramann fragt noch einmal nach. Keine Kinder? Nein, keine Kinder. Wir drehen trotzdem. Heimlich. Dieses Kind rechts ist vielleicht 11 Jahre alt. Auf der rund 1 Kilometer langen Fahrt hoch zu den Pflückern entdecken wir ungefähr noch 20 Kinder, die schleppen müssen. Wie auch dieses Kind auf der linken Seite. Unter der Aufsicht des Wachpersonals filmen wir ausgesuchte Pflücker. Alle über 18. Ganz im Sinne von Finquero Villatoro. Alle arbeiten hier für Deutschland? Ja, das ist richtig. In einem unbeobachteten Moment entdecken wir dieses Mädchen. Wie heißt du? Spricht sie kein Spanisch? Nein. Sind Sie ihr Vater? Wie heißen Sie? Und Ihre Tochter? Mariselda. Und wie alt ist sie? 11 Jahre. Und hier, irgendwo, wohnt Mariselda. Zusammen mit hunderten anderer Tagelöhner. Ganz zum Schluss hat uns Finquero Villatoro doch noch einen Röster verraten, an den er liefert. Nespresso. Ausgerechnet Nespresso. Hier geht es besonders edel zu. Kaffee trinken wird zelebriert. Jeder Kaffee ein Grand Cru, wie französische Weine. 16 verschiedene Sorten, eingeschweißt in Alukapseln.